Wenn du immer wieder die gleiche Frage gestellt bekommst, dann denkst du ja innerlich, Alter, das habe ich doch eigentlich schon 10-mal erzählt. Aber derjenige hat das ja noch nie gehört. Das ist ein Gedanke. Und wenn du diesen Gedanken einfach mal denkst, du kannst deinen nächsten Gedanken schon gar nicht denken. In jeden Kopf von den Menschen reinzugehen und einfach die negativen Gedanken einfach versuchen aufzuhalten. Was denkst du eigentlich, wer du bist, dass sich jemand für dein Leben interessieren könnte? So, lieber Mike. Willkommen zu einer neuen Folge. Nicht labern machen. Hi Maxi, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's besser. Du bist wieder genesen. Ja, der grippale Effekt hat mich mal wieder eingeholt, aber jetzt geht's mir wieder besser. Zum Glück jetzt nicht so oft. Schön, dass du wieder hier bist. Wir sind heute gar nicht alleine, oder? Hier ist vorhin schon jemand reinspaziert. Im Hertha-Trikot. Wollten ihn schon fast wieder gehen lassen. Aber er hat nur Glück, dass er zum Glück kein Kunde mehr ist, sondern eigentlich schon, was heißt eigentlich, er ist schon wirklich ein Freund der Firma und auch kein Gast. Deswegen können wir eigentlich gar nicht sagen, zu Gast heute. Gell? Das ist auch irgendwie das falsche Wort. Ich würde sagen, er ist einer unserer besten Kunden und auch einer der erfolgreichsten, der es die letzten Jahre mit am erfolgreichsten umgesetzt hat. Deswegen sind wir heute besonders stolz, dass unser allererster Freund im Podcast heute hier ist. Willkommen, Florian. Geil, Männer. Geile Anmoderation, das gefällt mir schon wieder sehr gut. Danke, dass ich hier sein darf. Zum Podcast, zur Aufnahme. Jetzt gibt es ja ein paar, Flo, die kenne ich noch nicht. Die wissen vielleicht noch nicht, wer du bist. Die wissen vielleicht noch nicht, was du schon in deinem Leben erreicht hast. Ich hole dich mal kurz ab. Ja. Du hast in den letzten 7 Jahren eine der erfolgreichsten D-Leiter-Strukturen aufgebaut bei der Deutschen Vermögensberatung, den größten Finanzvertrieb in Deutschland. Ja. Und ich glaube auch Österreich mittlerweile, oder? Mhm. Schweiz auch. Schweiz auch. Und hast da es geschafft, auch mit deinem erfolgreichsten Partner Muri, der auch nachgezogen ist, Murat Turhan. Grüße gehen raus. Genau. Du wolltest ja heute nicht hier sein. Stimmt, ist nicht genau. Schlimm. Wollten wir ja quasi, dass du, haben wir dich begleitet von Minute 1 an. Ja. So kann man schon sagen, oder? Ja. Oder Minute 2. Registriert warst du schon bei der schon okay. Sehr früh auf jeden Fall. Sehr früh. Registriert war ich auf jeden Fall, aber ihr kam schon sehr früh dazu, ja, muss man schon sagen. Hol uns doch mal, oder vor allem unsere Hörer und Hörerinnen, einmal kurz ab. Zu deiner Person. Wie groß bist du? Also nicht in deiner Körpergröße. 1,84. Lang. Sondern auch, was du quasi die letzten Jahre für dich erreicht hast. Um das einfach mal in ein, zwei Sätzen zu sagen. Da starten wir quasi auch schon mit unserer ersten Frage rein. Wir wollen sie mal kurz und knackig haben. Logisch. Wenn du dich beschreibst, was wäre der Titel deiner Autobiografie? Boah. Vollgas mit ganz großen Schritten. Würde ich, glaube ich, sagen. Und um deine erste Frage zu beantworten, du hast schon vieles richtig gesagt, genau, ich bin der Flo Grossart, 38 mittlerweile. Wahnsinn, wenn ich das so sage, die Zeit rennt, aber im Vertrieb ist das halt so, sage ich mal. Genau, bin jetzt mittlerweile 10 Jahre im Vertrieb, 10 Jahre Deutsche Vermögensberatung, fast auf den Tag genau. Vor 10 Jahren gestartet, hatte mit Vertrieb vorher überhaupt gar nichts zu tun, habe kaufmännisch gelernt. Hab dann professionell Fußball gespielt, was auch ganz cool war, muss ich sagen. Also viele Leute dadurch kennengelernt und dann bin ich irgendwie, ja, ich sage mal so schön, in den Vertrieb, in die Finanzbranche reingerutscht und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was ich da mache am Anfang. Deswegen, wie du schon sagtest, umso krasser, wenn mir das einer gesagt hätte, damals, Flo, pass auf, du baust mit deinem Team eine der erfolgreichsten Direktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf, da hätte ich den für verrückt erklärt, das muss man ganz klar so sagen. So diese Kurzversion jetzt, was die Vorstellung betrifft. Ja gut, verrückt passt ja auch ein bisschen zu euch, oder? Ja, sind wir schon. Ja, wir sind anders, wie ihr auch. Deswegen, glaube ich, matcht das auch. Ich glaube, wenn man so an dieses klassische Versicherungsbüro denkt, ich glaube, das kommt nicht ansatzweise hin zu dem, wie es in Wirklichkeit ist. Oder Mike, wie würdest du es als, vor allem auch als Coach, du hast ja die Jungs und Mädels von Flo und Murat erfolgreich begleitet, wie würdest du es beschreiben? Also ich würde sagen, alles außergewöhnlich. Ja, es ist nicht gewöhnlich. Sondern wir sagen ja auch, ich glaube, in unserem letzten Podcast haben wir auch angeschnitten, den Mutigen gehört die Welt. Ja. Und ich glaube, du hast da draußen einfach ganz simpel bewiesen, wie es ist für einen Quereinsteiger, unvoreingenommen in die Sache reinzustarten. Und das hast du in Perfektion einmal durchgezogen, ja. Mit allen Höhen und mit allen Tiefen vor allem auch, weil das darf man nicht vergessen. Und bis heute sage ich, Flo, unabhängig von seinen Erfolgen, ist er einfach auch menschlich geblieben. Und ich glaube, das ist auch sein großes Erfolgsrezept. Ja. Danke dir, Mike. Für die Worte auch Maxi, dir und das mit gewöhnlich, da gebe ich dir recht. Ich habe letztes Mal mit dem Sohn von dem Vorstandsvorsitzenden Andreas Pohl, also mit dem Nick,
habe ich gesprochen und wir haben uns ein bisschen unterhalten und der wird ja gerade so ein bisschen rangeführt, dritte Generation etc. Und dann sagt er so zu mir, sag mal, du bist aber kein gewöhnlicher Vermögensberater. Dann sage ich zu ihm, na guten Morgen, nee, bin ich nicht. Also, und dann war das Eis gebrochen. Wie ist ein gewöhnlicher Vermögensberater? Du, ja, was heißt Vermögensberater? Also ihr wisst ja, ihr kennt mich ja, ich rede ja mal Tachlis, aber wenn man ja so in die Finanzbranche im Allgemeinen guckt, dann stellen sich ja viele Leute so einen typischen Mann oder Frau aus der Finanzbranche so ein Stück weit Anzug, Krawatte, kommt mit so einer Aktentasche rein, ganz zugeknöpft, reserviert. Genau das sind wir nicht. Alle oder nur du und speziell deine Idee nicht? Also die Nö, würde ich nicht auf alle beziehen. Also logisch, also sehr, sehr facettenreich allgemein die Branche und halt auch bei der DVG. Klar, wir sind 20.000 Hauptberufler. Da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der das Klischee erfüllt. Aber um deine Frage zu beantworten, nee, also wir in unseren beiden Direktionen ja mittlerweile, wir sind über 100 Leute, da sind wir, wie Mike schon gesagt hat, so ein bisschen anders, ja. Ihr seid ja auch die letzten Jahre, wenn man auch so euch verfolgt, so ein bisschen auch die Shootingstars geworden, kann man so ein bisschen sagen intern. Ich glaube, ihr kriegt wahrscheinlich jeden Tag viele Anrufe, die nach Tipps und Tricks und wie habt ihr gemacht und seid auf sämtlichen Bühnen, ihr räumt irgendwie jeden Pokal ab, jeder Wertung sei es irgendwie da euer Name irgendwo mit drinnen. Was macht es mit dir? Hättest du es gedacht, dass, weil das ist ja so ein bisschen, das passt auch zu seiner Vergangenheit, wo wir nachher nochmal kurz drauf eingehen werden. Aber was macht es mit dir als Mensch? Weil das hat ja nichts mit diesem klassischen, wie du damals gestartet bist. Ich glaube, damals hättest du ja nicht gedacht, dass du so einen Fame-Status ein bisschen bekommst. Was macht's mit dir? Niemals kriege ich gleich Gänsehaut, wo du das erzählt hast. Also ich sag mal so, du musst auf dem Boden bleiben. Das hat Mike, glaube ich, ganz gut gesagt. Das kriegen nicht so viele hin, glaube ich, so allgemein in der Gesellschaft. Aber gut, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wie ich schon gesagt habe, hätte mir das einer gesagt vor, ich sag mal, 10 Jahren, wo ich angefangen hätte, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Ich sag mal so schön, ich wäre nackt vom Fernsehturm gesprungen, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ich kann das gar nicht beschreiben so. Das Coole ist halt, das ist so ein bisschen das, was ich ja auch erreichen will mit der ganzen Geschichte, auch überhaupt Vertrieb, Menschen begeistern, Lebensläufe verändern, ja, dafür stehe ich ja so ein Stück weit mit meinem Team und das ist, glaube ich, das Geile, was man dann so ein Stück weit auch zurückgeben kann und wir haben ja auch gesagt in den letzten Monaten explizit, dass wir halt viel in die Sichtbarkeit investieren wollen, weil klar, intern in der Company ist das schon krass, mittlerweile stehen ja Leute bei mir im Büro, die ich vorher noch nie gesehen habe, kommen einfach vorbei und sagen, Flo, pass mal auf, wir haben nächste Woche dort irgendwie so eine Veranstaltung, könntest du mal 1-2 Stunden dort was erzählen und so und jetzt ich habe ein gutes Herz, aber mittlerweile ist es so weit, dass ich sage, nee, kann ich nicht, also noch nie vorher gesehen. Ja, du musst Grenzen ziehen, weil sonst versucht jeder von dir natürlich so ein Stück weit Energie zu nehmen und irgendwann ist der Akku leer, das muss man ganz klar so sagen. Man muss auch jetzt rein betriebswirtschaftlich mal sehen, du kannst ja anhand von dem Fame intern, kannst ja nichts kaufen. Du kannst ja davon, brauchst du ja kein eigenes Unternehmen oder deine eigene Selbstständigkeit, du machst ja auch noch drumherum ja auch viele Objekte oder viele Investitionen, davon kannst du ja nichts. Letztendlich verdienst du das Geschäft mit dem Aufbau deiner Direktion und darüber schreibst du das Geschäft. Genau. Oder deine Partner mit dir gemeinsam. Genau. Definitiv. Und da versuche ich, wie gesagt, auch viel natürlich zurückzugeben. Also wo ich dann sage, pass auf, wenn der ein oder andere mal bei irgendeiner Karriereinfo mit dabei sein will, ja, gerne, haut da alle rein. Mir ist es egal, ob da 100 oder 1000 sitzen. Ja, das juckt mich nicht. Das ist kein Thema, aber irgendwann hört es dann halt auch auf und da muss man, wie du schon sagst, schon so ein bisschen gucken, weil sonst wird das too much und ich habe auch Familie und alles und bin hier nur noch unterwegs, das wird nicht funktionieren. Ja. Du hast es gut auf den Punkt gebracht, ja? Klar. Wie ist es bei dir, Mike? Ich glaube, wir kriegen ja auch immer wieder mal so Anfragen in die Richtung, wie gehst du persönlich damit um? Weil es ist ja letztendlich auch so, wenn wir unterwegs sind, wir kriegen ja auch immer mal wieder, hey, ihr seid doch die und das ist ja schon auch, ich glaube, von dem, wo wir gestartet sind, zu dem, wo wir heute sind, auch immer noch ungewöhnlich oder immer noch auch manchmal ein bisschen komisch, aber ich glaube, wir sehen uns ja selber gar nicht so. Ich glaube, man muss es immer zu schätzen wissen, egal wo, was man jetzt macht oder wie viel man erreicht hat, weil das Materielle, das ist natürlich was Schönes, was man sich da auch aufgebaut hat oder auch einen gewissen Fame-Status, kann man auch nennen, wie man möchte, aber schlussendlich, man sollte nie vergessen, wo man herkommt, vor allem, wo man auch gestartet ist. Es gibt ja nicht ohne Grund die bekannten Sprichwörter und ich finde es umso wichtiger, einfach jeden Menschen zu schätzen. Man muss natürlich jetzt nicht mit jedem ein ewig langes Smalltalk halten. Das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, das wege ich schon ein bisschen ab. Mhm. Aber trotz allem, ich glaube, da können wir beide ein Buch davon schreiben. Es ist umso wichtiger, eben auch vor allem jungen Menschen. Und mir kam es manchmal am Anfang immer total komisch vor, wenn ich ständig immer die gleichen Fragen bekommen habe. Und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, naja, weil die Menschen vielleicht immer wieder, ja, jeder fängt ja mal bei Null an. Und ich habe gedacht, boah, wieso kriege ich die gleiche Frage zu diesem Thema immer schon 100 Mal gestellt?
da muss man dann halt immer wieder dran denken, derjenige fängt ja auch gerade wieder bei Null an. Darfst du nicht vergessen, ja. Das ist ein geiles Beispiel so. Und du guckst ja, oder wir gucken, oder jeder guckt ja durch seine Brille. Und wenn du immer wieder die gleiche Frage gestellt bekommst, dann denkst du ja innerlich, Alter, das habe ich doch eigentlich schon 10-mal erzählt. Aber derjenige hat das ja noch nie gehört. Weißt du, so deswegen, ich hab auch viel gelernt in den letzten 1-2 Jahren, was so ein bisschen die ganze Thematik angeht, dass man sich erstmal in die andere Person reinversetzen muss, weil man guckt, jeder guckt durch seine Brille und die Brille von jemand anders ist was ganz anderes. So. Das darf man nicht vergessen und spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle im Umgang mit Menschen. Wir haben was Schönes für dich vorbereitet. Oh. Ja. Nächste Frage. Ich sehe sie schon, aber Maxi haut sie raus. Der droppt sie jetzt. Wir haben ja immer so, das haben wir dir vorab schon gesagt, wir sind ja kein normaler Podcast oder wir versuchen zumindest auch ein bisschen wieder hier anders als alle anderen zu sein. Sehr gut. Und deswegen kriegst du auch die Fragen nicht vorab, weil es wäre nicht cool, wenn du dich darauf vorbereitest, sonst wärst du auch nicht du. Du würdest dich ja selber als spontan und humorvoll einschätzen, oder? Ja, spontan auf jeden Fall. Ja. Dann hau mal einen Witz raus, komm. Ja. Ach du Scheiße. Es kann auch ein riesiger Flachwitz sein. Aber doch nicht. Ohne jetzt. Gut, der größte Witz war schon, dass du im Hertha-Trikot hier reingelaufen bist. Du bist doch schon mal losgegangen. Das hätte man eigentlich aufnehmen müssen. Ich schau mir nachher kurz ein Bild rein. Wir gehen gleich ins Stadion noch zu Bayern München gegen Hertha. Eure Gesichter hätte ich eigentlich filmen müssen. Alter, was hat der denn an? Leck mich am Arsch. Also mit einem Witz. Also ich höre gerne Witze. Jetzt muss ich mal richtig, aber selber erzählen. Wir verlinken den Flo Grossert, sein Instagram-Profil. Und jeder, der einen guten Witz weiß, darf ihn jetzt mal ein paar schicken. Der soll mir mal ein paar schicken, ja, ohne Witz, damit ich nichts mal erzählen kann. Mir fehlt tatsächlich keine Ahnung. Ja, schwierig. Ohne Witz. Dann gibst du so diesen Witz, ich helfe dir vielleicht mal, treffen sich zwei, kommt der eine nicht. Ja, so. Der ist gut, aber du bist auch vorbereitet. Also würdest du dich trotzdem mal spontan humorvoll einschätzen? Ey, spontan auf jeden Fall. Ich bin eigentlich für jeden, ich sag mal so, jeden Scheiß zu haben. Ja, also klar, wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, wir steigen jetzt in den Flieger und wir fliegen jetzt nach Las Vegas und gehen da irgendein Spiel gucken oder so, dann würde ich sagen, ja, bin ich dabei, aber ihr müsst meine Frau anrufen und ihr erklären, dass ich dann nicht mit in den Urlaub kann mit meiner Familie. So, dann würde ich sogar damit kommen, glaube ich. Also, ja. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Statement bei ihr. Ja, das stimmt. Würdet ihr hinkriegen, ihr verkauft ihr. Geil. Lass uns gleich zur nächsten Frage, nachdem kein Witz kommt. Ja, schade. Scheiße. Nicht schlimm, Flo. Beim nächsten Mal dann. Jetzt weiß ich es ja. Du hast als Kind, glaube ich, hast du so deine erste Passion im Leben gefunden. Und mit welchen Spielzeugen hast du damals gespielt und welchen Bezug hat es auf heute genommen? Als Kind? Ja, ich bin so ganz bewusst auf ein Spielzeug spiele ich an. Und wo wir nachher auch hingehen. Ja, logisch, also mit dem Ball. Also ich hab jeden Tag irgendwas mit dem Ball gemacht. Selbst mal nicht mit dem Ball, sondern in meinem kleinen Zimmer habe ich mit dem Ballon gespielt, weil mit dem Ball ist ja klar, geht ja jedes Mal das Fenster kaputt. Das war dann auch scheiße. Sondern mit dem Ballon und habe da immer rumgeknödelt, sage ich mal, so ein Stück weit. Und mit dem Ball im Garten dann natürlich auch. Also jeden Tag eigentlich, ja. Muss man ganz klar aber sagen. Aber deine eigentliche Karriere wäre eine andere gewesen. Die eigentliche vorab, bevor du zur DVG gewechselt bist oder man dich aus der Kabine wortwörtlich rausrekrutiert hat. Hat man, ja. Grüße gehen hier raus an deinen D-Leiter. Ralf Bese, Wahnsinn. Wahnsinn. Hat er ja an deiner D-Feier, auch hier danke schon nochmal für die Einladung, hat er ja sehr, sehr schön erzählt, wie das damals für ihn war vor allem. Aber wie war das für dich? Weil ich glaube, am Anfang warst du ja so als junger Fußballer dynamisch, engagiert. War es jetzt nicht so, dass du gesagt hast, boah geil, darauf habe ich jetzt Bock, sondern ich glaube, am Anfang war es ja eher, du wolltest ja was komplett anderes werden. Ja, natürlich Fußballprofi. Ich habe auch ein bisschen meine Erfahrung dort gesammelt, sage ich mal, in dem Business. Für ganz oben hat es nicht gereicht, für die erste Liga. Aber ich sage mal so, zweite, dritte Liga aufgestiegen, abgestiegen, mal in die Regionalliga. Damit kann man auch sein Geld verdienen. War geil, war cool. Aber irgendwann kommt man ja an einen Punkt, war auch viel verletzt, ja, bei den Leisten operiert und Hüfte und hast du nicht gesehen. Und das ist ja, das Business ist ja wie ein Haifischbecken. Und dann, wenn du raus bist, 4, 5, 6 Monate, dann guckt dich keiner mehr mit dem an. Und das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. So, und dann war ich einfach offen und ich sage, Ralf war, muss man ganz klar so sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das muss man ganz klar so sagen. Und das spielt im Vertrieb. Was war für dich dein Painpunkt? Also was war für dich dein Schmerz oder dein Punkt, wo du gesagt hast, genau, das macht zur richtigen Zeit am richtigen Ort jetzt Sinn?
Gab es da irgendwie was ausgesendet? Ich war einfach offen. Also ich als Typ, okay. Ich als Mensch war einfach offen zu dem Zeitpunkt, weil damals, wo ich zum FSV Zwickau gekommen bin, bin ich ja mit einer ganz anderen Intention dahin gekommen. Die wollten mich zum größten Automobilkonzern oder mit eines der größten Automobilkonzernen dort installieren, nicht im Management, aber in der kaufmännischen Abteilung. So, und das hat nicht hingehauen. Und dann war ich einfach offen. Und er war einen Monat danach, war er ungefähr, also nagelt mich nicht fest, war er in der Kabine und hält einen Vortrag, was mit der Karriere nach der Karriere. So, und das ist, also klar, ich bin mittlerweile auch ein bisschen spirituell angehaucht. Das ist nicht einfach so passiert, da bin ich mir todsicher. Aber trotz alledem müssen gewisse Sachen dann auch passen. Ja, also, und deswegen, ich war offen und deswegen bin ich sofort zu ihm hingegangen, weil ich innerlich gedacht hatte, okay, wenn da nur die Hälfte stimmt, was der erzählt, dann musst du mal fragen, weil ich war 27, ich wusste, das reicht nicht mehr für ganz oben, ich komme nicht mehr richtig hoch, ich war verletzt. Ja, so klar muss man das auch sagen oder auch sehen. Und, aber hattest Einsicht? Ja, hatte ich. Das haben wir leider sehr viel nicht, auch wenn ihr ein paar zuhören. Wir hatten ja die Eigenreihen, ja auch Philipp bei uns, der ähnliche Lauf wie du hattest, ja, der stimmt. Auch bei Nürnberg 60 stimmt. Und so weiter gespielt hat. Mhm. Und der ja auch grundsätzlich offen war auf Umwegen, aber viele sind es ja leider nicht. Und ich glaube, das ist eine große Eigenschaft, auch mal Scheitern selber auch anerkennen. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weil das Leben hat, glaube ich, mehrere Chancen für die Vorbereitung. Maxi, 1000%. Aber das ist doch ein Ego-Problem. Das ist ja also das. Ja, naja, ist ja so. Ja, ihr kennt mich ja. Ich bin einfach ein Mann von klaren Worten. Das ist ein Ego-Problem. Und das muss man lernen, einfach auch so ein Stück weit zu akzeptieren. Wobei ich auch sage, ich habe in meinem Team natürlich auch junge Fußballer. Wir rekrutieren ja viel im Sport. So, und da ist auch einer dabei, der ist Torwart. Und der hat auch diesen Traum. Der ist vertrieblich richtig, richtig gut ausgebildet. Ihr kennt ihn ja selber. Marius war ja auch mit dem Coaching drin. Also, wie der telefoniert, was ihr dem beigebracht habt, das ist ja geisteskrank. Aber es wäre ja Quatsch, wenn ich ihm jetzt sagen würde, gib diesen Traum auf, du schaffst es nicht mehr. So, das mache ich nicht, weil bei mir war das ja genauso. Ja, ich habe ja trotzdem immer noch drauf oder dran geglaubt, sage ich mal, dort irgendwie noch mal rauszukommen. Nur irgendwann kommst du an einen Punkt, okay, alles klar, abbrechen diese Geschichte und 100% eine Sache machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, weil viele Menschen wollen dann, mache ich mal hier noch ein bisschen und tanze ich auf der Hochzeit und mache ich mal hier. Das ist Bullshit. Bricht also, alles ab. Würdest du jedem da draußen als Tipp mitgeben, weil das ist ja auch unser Credo, wenn du was machst, dann wirklich zu 100% und nicht auf 3-4 Hochzeiten oder Plan B, mal schauen, mal gucken, Vollgas. Alles abbrechen. Okay. Alles andere abbrechen, eine Sache zu 100%, Fokus, Vollgas und let's go. Sage ich dir ehrlich, ich habe letztes Mal auch wieder ein Gespräch gehabt mit einem jungen Vertriebler, ja, der auch in der Finanzbranche war, dann kam er ein bisschen mit Parfüm, dann macht er hier ein bisschen Strom, macht da Photovoltaik, da junger Typ, ja, und hat mich so ein bisschen um Rat gefragt. Ich sage, ich gebe dir mal einen Rat, mein Freund. Alles abbrechen, du machst jetzt Strom, jetzt gib Gas und mach das 5 Jahre, dann bist du durch und komm nicht wieder mit irgendeinem anderen Scheiß an. Mhm. Und das ist so, Mike, wie du es gesagt hast. Mhm. Schön. Also für alle Zuhörer in Zukunft, wenn ihr irgendwas angeht, geht es wirklich zu 100% an oder beziehungsweise, wenn ihr schon recht fortgeschritten seid, gebt auch anderen da draußen immer Tipps und Tricks mit, dass ihr wirklich die Dinge auch wirklich umsetzen sollen. Weil ich glaube, die Wahrheit, damit können die Leute oft nicht umgehen, weil die tun manchmal auch echt weh. Ja. Gehen wir gleich auf die nächste Frage ein. Du hast gerade gesagt, das war spannendes, spirituell angehaucht. Jetzt verbinden ja leider sehr viele Menschen spirituell angehaucht mit, ja, hier so Esoterik. Esoterik und hier, du baust deine Steinchen auf und was weiß ich nicht allen. Vielleicht machst du es ja auch. Vielleicht machst du es auch, aber das ist auch okay. Ja. Ich stapel das so, die Steinchen. Frage ist, aus welchem Material? Du machst jeden Morgen, und das finde ich sehr krass, das postest du auch regelmäßig, du hast Routinen und nach denen lebst du brutal. Also wirklich sehr streng. Ja. Egal, ob du im Urlaub bist, ob du auf irgendwelchen Veranstaltungen bist, Firmenfeiern, egal, whatever. Egal, ich glaube, wann du auch aufstehen musst und irgendwo hinfahren musst, du machst deine Routinen immer. Und ich glaube, da sind wir drei schon eine Gemeinsamkeit hier. Hau mal du raus, welchen Einfluss haben die Routinen auf dich? Und dann gerne auch Mike. Ich glaube, jeder hat also seine eigene Erfahrung. Also mit einem Wort, oder was ist ein Wort, ist falsch, aber mit ein, zwei Sätzen, wenn ich das vor einigen Jahren nicht angefangen hätte zu installieren, würde ich niemals, niemals dort stehen, wo ich jetzt stehe, mit meinem ganzen Team.
Davon bin ich zu 100% überzeugt. Und das will ich auch jedem da draußen mitgeben, dass man halt gewisse Abläufe morgens und abends natürlich installieren muss. Gerne auch dazwischen. Es gibt da tausende Möglichkeiten. Jeder muss seinen Weg finden. Ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, nicht kopieren oder sowas. Natürlich kann ich mir mal ein bisschen Inspiration irgendwo wegnehmen. Dann kann ich probieren. Ist das was für mich? Kann ich das umsetzen? Passt das? Ja oder nein? So. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, aber ich lasse mich ja auch immer coachen. Ihr wisst ja von wem. Und das fand ich auch ganz spannend. Weil er hatte jetzt zu mir gesagt, er meinte, das ist wichtig. Wichtig ist aber auch, dass du das immer wieder so ein Stück weit optimierst und aktualisierst. Also immer mal wieder was verändern, was ich unterbewusst ja sowieso schon immer gemacht habe. Weil wenn ich jetzt beispielsweise Mike zuhöre und Mike sagt, er macht das, 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 das. Und dann denke ich, oh, die eine Geschichte ist cool, nehme ich mir raus, probiere ich mal aus. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil sonst ist es irgendwann so ein Stück, wie soll ich sagen, so eingerostet. Ja? Aber um deine Frage zu beantworten nochmal zum Schluss, also ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da kann Mike gleich echt was drauf sagen, weil gerade diese Routinen, Affirmationen und so weiter, das viele Menschen machen, also es hilft nichts, auch aus meiner Erfahrung heraus, wenn du einfach nur dich hinsetzt, einmal morgen, ja, ich werde erfolgreich, zündest eine Kerze an und gehst kurz 2 Minuten deine Gedanken. Mike, ich glaube, da bist du vor allem auch Profi. Was ist so entscheidend, wenn du gerade solche Dinge aufschreibst? Also Flo hat es gerade schon schön gesagt, was ich persönlich mega wichtig finde, Achtung, ist nicht, was ich mache, sondern wie ich etwas mache, mit welcher Haltung. Und du hast gerade einen schönen Ansatz gesagt, ich glaube, die schreiben, wie jetzt bei uns auch, ganz viele Menschen an, die sagen, ey, ich mache die Übung, aber irgendwie bringt es bei mir nichts. Ja, ich habe es mal probiert, ich habe es mal versucht, ich habe mal Meditation versucht. Es geht ja um eine Geisteshaltung, indem du das wirklich auch fühlst. Ja, also bei mir geht es darum, wenn ich Meditation, da vergessen ja auch viele, es ist ja wie Gedankenhygiene, dass du ruhig da sitzt und wirklich mal versuchst, es dürfen Gedanken da sein, aber ein Gedanke darf auch weiter wandern. Und für alle, die sich jetzt vielleicht gerade im Podcast fragen, was ist, wenn das nächste Mal auch das Thema aufkommt, ich habe einen Gedanken, dann denkst du einfach mal in dem Moment folgenden Gedanken, nämlich, was ist mein nächster Gedanke? Und wenn du diesen Gedanken einfach mal denkst, du kannst deinen nächsten Gedanken schon gar nicht denken, nämlich der kommt automatisch und in dem Moment wird das Hirn nämlich langsam auch müde, ja, und du kommst zu einer inneren Ruhe. Aber nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen, was Flo schön gesagt hat, Inspiration zu tanken ist wichtig. Ich glaube, Maxi, du hast auch für dich Routinen, die du regelmäßig anwendest. Aber man sollte nicht in die Versuchung kommen, ständig nur zu kopieren, weil ich glaube, dich versuchen, zumindest ich beobachte dich ja auch schon seit einiger Zeit, viele Menschen auch zu kopieren. Und wenn es sich für den Menschen aber nicht stimmig anfühlt, dann sollte man auch sagen, hey, ich schlage vielleicht einen anderen Weg ein. Ja, bin ich bei dir. Definitiv. Man muss seinen Weg finden. So, eigentlich. Punkt. Nächste Frage, Flo. Die geht wieder an dich. Wenn du heute etwas erreichen willst, nenn uns mal 3 Faktoren, die ausschlaggebend sind. Sage ich immer wieder. Habe ich jetzt gerade schon einen Faktor im vorherigen Thema gesagt, ist Fokus. So in Kombination mit einer Identifikation mit deiner Tätigkeit oder der Company und einer dementsprechenden Zielsetzung. Also Fokus, Identifikation, Zielsetzung. Für mich die 3 ausschlaggebenden Faktoren, um erfolgreich zu werden. Erfolg definiert jeder anders. Ja? Ich sage immer so schön, Erfolg ist eine kontinuierliche Verwirklichung eines dir würdigen Ziels oder Ideals. Aber die 3 Punkte sind für mich ganz, ganz entscheidend. Ich glaube, was spannend ist, ist, was wir haben ja sehr viel auch mit der Deutschen Vermögensberatung zu tun oder beziehungsweise mit sehr vielen Partnern der Deutschen Vermögensberatung, Deutschland, Österreich, schweizweit. Und hier ist immer so schön, jeder möchte immer, wenn man fragt, ja, was möchtest du erreichen? Ja, ich will D-Leiter werden. Jeder, das ist so die Standardantwort, ich will D-Leiter werden. Dann denke ich mir manchmal schon so, okay, also wenn du so weitermachst wie jetzt, dann wird es vielleicht in 40 Jahren was, aber dann gehst du in Rente vorher schon. Ich glaube, jeder will was sein, aber niemand will was werden. Ich glaube, der Prozess dahin, und manche sind nicht bereit, diesen berühmten, leider, man hört so oft, diesen Preis dafür zu bezahlen. Und ich glaube, bei dir ist es so, natürlich die Position irgendwann, es ist geil, es ist bequem und es ist auch schön, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch viel Arbeit. Und natürlich machst du jetzt vielleicht nicht mehr eine klassische Haftpflichtversicherung jeden Tag, die du abschließt, aber du hast ja so viel andere Arbeiten, wo er auch teilweise in einem Kindergärtner gleichkommt, unabhängig von zu Hause, von deinen 2 Kids. Da bin ich auch einer, ja. Ja, genau, so gefühlt, ja. Aber das ist ja, ich glaube, manche sind sich gar nicht bewusst, welche Position auch welche Auswirkungen hat. Ja, aber gut, Maxi, das hat ja jetzt nichts mit der DVG zu tun. Das hat ja allgemein mit unserer Gesellschaft zu tun. So. Und ich sage immer so schön, das hast du auch gut gesagt, das ist ja der Weg dorthin zu einem Ziel, ist ja das Geile. Das habe ich letztes Mal auch wieder in einem Vortrag gesagt, wo die mich ähnliche Frage so ein Stück weit, ja, wie war das mit, wo du D-Leiter, oder nee, was waren so das beste Erlebnis so im Vertrieb? Da habe ich auch ganz klar gesagt, ich sage, der Weg
dorthin war das Geilste, was uns passieren konnte. Mit dem Team die Vision zu haben, daran zu arbeiten, Step by Step by Step, abhaken, nächste Stufe, abhaken, nächste Stufe. Aufbruch. Genau so. Und das Allerschärfste war für mich zum Beispiel nicht meine Beförderung zur höchsten Stufe, sondern die Beförderung von Murat, wo unser Vorstandsvorsitzender, Herr Pohl, der ruft ja immer an, wenn du die höchste Stufe erreichst, wo er bei Murat angerufen hat. Das war noch geiler, wie als er bei mir angerufen hat. Das habe ich ihm auch selber gesagt, hat er gelacht. Und das hatte ich letztes Mal auch auf der Bühne gesagt, wo Robert Peil ist ja auch, ist die rechte Hand, oder besser gesagt, der Partner von Andreas Pohl, er meinte, er hat Gänsehaut bekommen, wo ich das gesagt habe. Und Schön. Das ist doch das Geile. Und so begebe ich mich doch auf den Weg, Lebensläufe überhaupt zu ändern. Also deswegen, das lebe ich zu 100%. Als Nächstes, weil es knüpft direkt daran an, wir haben sehr viele Kunden, wo Mike immer diese eine entscheidende Frage stellt. Wie schaut es aus, wenn du den Wunschkunden definierst oder Wunschpartner, wie soll der sein? Jeder macht dann immer so ein Musterbeispiel, soll irgendwie gefühlt der Wolf of Wall Street sein. Sein Avatar. Dass man am besten selber nichts mehr arbeiten muss, aber so funktioniert das Prinzip leider nicht. Nein. Und wenn auch als Kunden sagt er, ja, ich nehme jeden Kunden, egal was, ich versichere, ich mache alles und so. Wie ist es bei dir, Flo? Würdest du jeden in dein Team lassen oder als Kunde nehmen? Oder selektierst du krass? Also krass oder direkt oder ein bisschen? Also habe ich auch. Ich hatte am Freitag habe ich ein Coaching gehabt mit 22 Leuten und da waren auch viele junge Partner dabei und da habe ich so ein bisschen gesagt, pass auf, wenn man anfängt, sollte man schon breit schauen, bin ich ganz ehrlich, so, um überhaupt erstmal Klientel reinzukriegen, um Gespräche zu führen, um überhaupt sich so ein Stück weit eine Erfahrung aufzubauen. Auf der anderen Seite, umso länger du dabei bist, umso spitzer muss die Zielgruppe logischerweise werden, um deine Frage zu beantworten. Nee, natürlich nicht, würde ich nicht mehr machen. Also explizit, ich sage, Kunde klammern wir jetzt mal aus, da mache ich nicht mehr so viel, aber im Recruiting gucke ich mir die Leute ganz genau an. So, und da habe ich natürlich eine ganz klare Zielgruppe, die ich haben möchte. Nichtsdestotrotz bin ich auch ganz ehrlich, mir kommt es... Du nimmst ja auch viele Sportler rein, oder? Wenn ich dir mal haben kurz, wir auch, ja. Genau, weil Sportler bringen viele Sachen mit, viele Attribute. Ja. Ist zum Beispiel das Thema Zielsetzung, wir wollen aufsteigen, wir wollen nicht absteigen, ich will Profi werden, etc. Können auch mit Schmerzen umgehen oder mit Widerständen. Genau, Motivation, Rückschläge, Verdauung. Das ist schon spannend, deswegen haben wir viele Sportler, sage ich mal, bei uns drin. Aber mir geht es auch so ein Stück weit um die Menschlichkeit auch. Also was steckt denn dahinter so ein Stück weit? Weil du weißt ja, wie es ist, so erster Eindruck, dann macht man sich ja selbst so ein Stück weit so einen Kopf, okay, alles klar, könnte in die und die Richtung gehen. Aber das findest du ja nur Step by Step raus. Und deswegen ist, glaube ich, das Thema Menschlichkeit für mich ganz entscheidend, um dort zu schauen, okay, alles klar, passt der überhaupt zu mir als Mensch? Weil, wenn man jetzt auch unabhängig von der DVG aufbaut, ja, wenn man Recruiting macht, dann musst du ja Tag für Tag mit dem Menschen arbeiten, an seiner Seite sein, 24/7. Ich sage immer so schön, du musst dich eigentlich verlieben in den Partner, um halt was Großes zu schaffen und Tag für Tag halt Kontakt zu haben. Und da muss es passen. Jetzt könnt ihr das wahrscheinlich durch einen Podcast gerade nicht spüren oder vielleicht spürt es trotzdem ein bisschen. Vielleicht ein Video. Aber ich nehme das... weiß ich, wie es dir geht, extrem krass war. Du hast eine unglaubliche Präsenz und vor allem, du bist total begeistert, nicht mal überzeugt, sondern begeistert von dem, was du tust. Und das spürt man in jeder Faser bei dir. Also das, was hier gerade rüberschwappt, ist echt krass. Und ich glaube, wenn ich keinen Vertrieb machen würde und würde dir gegenüber sitzen, würde ich allein schon von deiner Art sagen, scheißegal, was er macht. Und wenn er Klopapier verkauft, ich bin am Start. Mit. Genau, weil der Typ kann was. Okay. Würdest du auch sagen, das ist auch so ein Erfolgsrezept, weil viele sich, glaube ich, oft auch sehr schwer tun. Wir nennen das ja Überzeugungskraft. Mhm. Wenn du von dir selbst nicht überzeugt bist, wenn du Leute nicht mitreißen kannst, würdest du auch sagen, das war für dich nicht von Anfang an, sondern im Laufe deiner letzten Jahre ein Indikator, dass Menschen bei dir angefangen haben? 1000%. Okay. Man muss ja auch wissen, ich denke, ihr wisst das beide, aber ich hoffe auch alle jetzt dann auch, die zuschauen oder zuhören, die Menschen, mit denen man am Tisch sitzt, wenn du jemanden von irgendwas überzeugen willst. Wir nehmen jetzt mal Recruiting. Ich will den in mein Team, egal welche Branche. Dann ist es ja immer so, dass sich die Leute zwei Fragen stellen. Eigentlich immer unterbewusst. So, die stellen sich ja die Frage, lebt der das gegenüber, was er dort macht? Zu 100% und kann ich das auch so umsetzen und mit demjenigen Erfolg haben? Diese zwei Fragen, wenn du diese zwei Fragen auch wiederum unterbewusst ja beantwortest, wie du jetzt gerade sagst, wenn du das ja lebst, dann merken die das ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Leute auch bei demjenigen oder bei derjenigen anfangen. Das muss man halt, glaube ich, ganz klar so sagen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Deswegen, du musst es mit jeder Faser, sage ich immer so schön, musst du das leben. Das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Das ist ja auch ein Prozess. Das ist ja immer wieder diese Identifikation. Und dann, keine Ahnung, ist man dort mal auf dem Event und kriegt das mal mit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so schnell wie möglich das aufzubauen. So bauen wir ja unsere Leute auch auf, dass wir die halt auf viele Events mitnehmen, ja, mit in die
Truppe reinnehmen, junge Leute, da ist sofort Rambazamba. Und dann denken die ja auch, na Mensch, das Kinder, das ist ja ganz cool hier mit den Jungs und Mädels. Und ich glaube, wenn heute zu dir jemand sagen würde, also ich würde dich jetzt nicht kennen, würde sagen, ja Flo, ich weiß nicht, ich glaube, mit dem, was du gerade so machst, da kann man nicht erfolgreich werden. Ich merke schon bei dir raus, ich glaube, du würdest ihn wegschmunzeln, oder? Weil du würdest sagen, ja, passt, oder? Also du hättest da gar keinen Bock, da zu diskutieren, weil jemand, der dich kennt, der weiß, in welcher Position du bist, da weiß man auch, dass man ein bisschen was verdient jeden Monat. Aber würdest du da heute noch auf Diskussion eingehen mit solchen Menschen oder würdest du eher sagen, passt? Ja, ich sag mal so, mittlerweile sind wir ja vom Wording natürlich, auch aufgrund von euch, muss man auch ganz klar sagen, aber kommen wir bestimmt noch darauf zu sprechen, natürlich super gut ausgebildet so. Und da würde ich auch einfach mal einen Satz sagen, nicht labern, machen. Habe ich ja hier auch draufstehen, ne? Das habt ihr mir damals, übrigens, das Ding ist schon 4 Jahre alt, also gute Qualität, mein lieber Herr, du. Wir geben dir neue mit. Nein, aber das, also so würde ich einfach antworten. Und dann, du musst doch, jeder Mensch muss doch selber wissen, was er will. So, und dann würde ich dir mir einfach sagen, überleg doch einfach mal, was du in deinem Leben aufbauen willst, auf was du Bock hast, so, und dann beweg dich einfach. Entweder du machst es mit mir oder du machst es irgendwo anders. Aber eins wird nicht passieren, dass du Erfolg hast in deiner Komfortzone, da musst du raus. So, und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt bei den Menschen im Allgemeinen. Deswegen, wir beziehen es gerade so ein bisschen auf mich immer, was ja vollkommen okay ist, aber ihr merkt ja, ich spiele das breiter, weil das hat ja allgemein mit der Gesellschaft zu tun, Mike. Schön. Wie würdest du es bei uns beschreiben, Mike? So ein klassischer Karriereweg, wir würden ja auch nicht jeden nehmen, also wir haben die Erfahrungen auch durch. Bei uns ist es ja nochmal ein bisschen anders da als in der Finanzbranche. Dass du unser mal bei uns mal kurz rein sneakst so ein bisschen, naja, falls der ein oder andere vielleicht sich dafür interessiert und denkt sich, boah, keine Ahnung, ich traue mir gar nicht, den Mike zu schreiben, weil ich mir denke, die nehmen mich gar nicht. Ja, also bei uns ist es so, Lebensläufe sind nett, aber schlussendlich, die sind auch immer gut gefälscht. Wir verändern. Von dem her, mir geht es erst darum, Veränderungsbereitschaft. Hat jemand eine Veränderungsbereitschaft und ist er nach vielen Entgegenkommen Argumenten vielleicht immer noch offener? Man kann auch mal ein bisschen Widerstand aufbauen, wenn man mit Leuten spricht. Ich versuche immer so einen kleinen Diss herzustellen, wenn ich Menschen vor mir sitzen habe, sage ich, nee, sehe ich nicht so. Ja, wieso? Und dann sage ich, ja, ich würde das so und so machen oder wie siehst du das und das? Um einfach mal zu schauen, wie kann der auch so ein bisschen mit Rückschlägen umgehen oder mit Widerständen? Ne? Weil ich sage immer, das Schöne ist ja, wenn man sich kennenlernt oder so ein Lebenslauf oder jemand kommt zum Vorstellungsgespräch, das ist nichts anderes wie beide Seiten lügen sich an und zeigen sich von ihrer besten Seite. Und deswegen kann man den Gegenüber einfach so ein bisschen aus der Reserve locken. Und daraus resultiert dann nach 2-3 Monaten, ich glaube, das ist so unsere Erfahrung, lernt man relativ schnell kennen, was sind seine Charakterzüge. Weil am Anfang, wir können natürlich Face-Reading, wir können natürlich auch viel über andere Punkte Menschen, glaube ich, gut einschätzen. Mhm. Aber schlussendlich alles herausfinden kannst du erst nach 2-3 Monaten. Ja, oder? Unterschreibe ich. Klar, logisch. Du bist viele, ich wollte nur sagen, weil viele können sich auch gut verkaufen. Ja, absolut. Ja. Also es ist auch vielleicht nur ganz kurz hier ein Punkt dazu. Viele verkaufen sich oft mega, mega gut. Also wenn Leute zu uns kommen und die sagen, beispielsweise, wenn wir neue Verkäufer suchen, verkaufen kann ich mega. Ich bin der Beste, der Geilste, der Tollste. Dann sage ich, okay, und er will jetzt ein gewisses Gehalt erzielen. Sag ich, okay, mit welcher Berechtigung soll ich dir denn jeden Monat dein Fixum bezahlen? Ja, weil ich gut bin. Oder weil ich habe mal irgendwas nachgelesen oder sonst irgendwas. Und du merkst halt, ich sage dann immer, schau mal, wenn du ja so gut wärst, hätte ich ja schon mal über dich was gelesen. Also ohne das jetzt böse zu meinen. Mhm. Aber unterm Strich ist es oft so, die Leute, die oft auch ein bisschen still sind, so die stillen Riesen oder diese Schläfer, da merkst du dann im Nachgang, das sind meist die müssen nicht immer extrovertiert sein, die haben meist im Vertrieb die besten Voraussetzungen, richtig erfolgreich zu sein. Also auch diese Quereinsteiger. Ja. Wir sind oft, ich glaube, können wir vielleicht auch noch einen kurzen Satz dazu sagen, oft ist es so, dass bei uns die Menschen, die komplett, und ich nenne da auch mal eine Shirley oder andere, die aus dem Gastronomiebereich kommen, eigentlich nichts mit Verkauf zu tun hatten, bei uns mittlerweile so brutalst durchstarten, oder auch Bruno, der unter anderem auch Physiotherapeut war und so brutalst als Verkäufer bei uns durchgestartet ist. Ich glaube, das sind oft die besten Grundvoraussetzungen, oder? Ja, ja, definitiv. Weil du die ja ganz anders schleifen kannst. Also ich nehme das Beispiel gerne jetzt mal doch in unsere Richtung, in unsere Direktion. Wir akquirieren und rekrutieren ja viele trotzdem aus der Branche, sprich Banker. Ist geil, wir haben auch sehr, sehr erfolgreiche ongeboardet, gar keine Frage. Aber die haben ja schon mal, also bei denen läuft ja schon mal ein Film ab, sage ich mal so schön. So.
Die sind so vorgeframed. Genau, exakt. Ja. So. Und da musst du ja ganz anders arbeiten, ja, wie jemand, der überhaupt gar nichts mit der Materie zu tun hatte, weil der nimmt ja grundsätzlich, da auch wieder Ego zurückstellen, keine Frage, aber der nimmt ja grundsätzlich erstmal alles an, weil er hat ja keine Ahnung. So, und da musst du dem ja so ein Stück weit zeigen, wie es geht, ich und dann kannst du den schleifen und ganz anders, sage ich mal, ausbilden. Ich glaube, gebe ich dir recht. Definitiv. Wir sind ja, Vertrieb findet ja auf der Straße statt, bekanntlicherweise. Ja. Und du bist ja auch heute keiner, der sich irgendwie zurücklehnt und von zu Hause, von der Couch aus sein Business macht, sondern bist ja jeden Tag wirklich noch an der Front. Was würdest du sagen, du machst jetzt genau 7 Jahre, oder? 8 Jahre? Ja, insgesamt jetzt 10, sage ich mal, aber 10. Die ersten 3 Jahre ist ja nicht wirklich was passiert, muss man ja ehrlich sagen. Genau, deswegen 7 Jahre ab, wirklich Vollgasstart. Ja, kann man so sagen, ja. Was würdest du sagen, bist du Kilometer gefahren in den letzten Jahren? Boah, also na gut, okay. Bist du eigentlich ein Taxifahrer, Flo? Ich bin Berufskraftfahrer mit leicht beratender Tätigkeit mittlerweile. Ja. Jetzt muss man aber du bist auch noch Kilometer bezahlen, ja, oder? Ja, natürlich, ich schicke ihn mal nach Frankfurt und die rechne dann ab. Nein, also gut, Corona kam jetzt dazwischen. Wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, also boah, ich sag mal so, 70, 80, 1000 im Jahr bin ich schon gefahren. Jetzt geht es auch wieder so in die Richtung, weil ich auch brutal viel jetzt wieder unterwegs bin. Corona, klar, Thema Digitalisierung, so ein bisschen was dazwischen gekommen, was auch geil war, muss man auch trotzdem sagen, weil das hat das natürlich alles so diese ganze Digitalisierung auf die Spur gebracht. Das war schon cool, aber ich fahre schon sehr viel. Ich bin schon sehr viel unterwegs. Du hast ja auch da 2 Autos. Ein Auto, mit dem du wirklich unterwegs bist und das andere hast du in einer Direktion, die ja so einen kleinen Traum erfüllt. Ja. Das darf man ja auch sagen, darfst du auch stolz drauf sein. Klar, deine 8, das ist ja auch ein super schönes Auto. Wenn man deinen Mercedes, so einen ganz normalen hast, so ein SUV hast du. SUV, ja. Das ist, glaube ich, auch ein Diesel, gell? Ja, genau. Klar, lohnt sich ja nicht anders als Taxi. Nee, das wäre scheiße. Wie lange hast du den? Den SUV jetzt? Ja. Ich glaube 3 Jahre, den muss ich jetzt leider wieder zurückgeben. Wie viele Kilometer sind drauf? Boah, wir können mal rausgehen, gucken. Auf jeden Fall einige. Ja. Ich muss nachzahlen. Ja, glaube ich auch. Aber hier auch wieder, die Nachzahlung interessiert ja gar nicht im Verhältnis zu dem, was du dir aufgebaut hast. Ja, Quatsch, Quatsch. Und das muss man auch mal sagen. Viele sagen dann so, ja auch mal hören, ja, ich bin schon mit Kilometer drüber und so, ja, also es ist ja ein Unterschied, ob du die Kilometer verfahren hast, weil du jede Woche nach Italien zum Pizzaessen fährst oder sinnlos durch die Weltgeschichte oder weil du damit Geld verdient hast. Ja, ja. So, und das versehen ja auch viele. Das ist auch wieder ein Preis, den du bezahlen musst, weil viele denken so, boah, ja, wenn ich erstmal D-Leiter bin oder wenn ich erstmal die höchste Stufe habe, dann mache ich mir einen ruhigen, dann, nee, also sonst funktioniert das Rad nicht. Auch hier immer, wir sind beide, sind, glaube ich, keine Fans von diesem Wort, wo ich raus will, dieses passive Einkommen, ich mache da nichts mehr. Ich glaube, in keinem Network, in keinem Vertrieb, egal wo, wenn du mal die höchste Stufe erreicht hast, so eine Stufe, wo du sagst, okay, jetzt, das reicht mir als Einkommen, passiv ist ja wurscht, manche kommen mit 5.000, manche mit 100 im Monat, das ist ja egal wie. Aber ich glaube, wenn du da nicht dahinter bleibst und auch die Bindung zu deinem Team hast, wird es schwierig auf Dauer, dass es auch so bleibt, oder? Du sprichst eine ganz wichtige Sache an, das ist doch ein Mythos. Muss uns doch allen bewusst sein. Ja, ich sag mal, diese klassische Geschichte, komm in unsere WhatsApp-Gruppe und dann machst du gar nichts und dann Porsche Gaming GTS. So ein Bullshit. Also nicht im Vertrieb. Als Multiunternehmer würde ich sagen, geht das, wenn du mehrere Firmen hast, wo du nicht im aktiven Geschäft drin bist, sondern wo du einen Geschäftsführer hast, das sind deine Firmen und so weiter. Ich glaube, da ist es möglich, aber als selbstständiger Unternehmer oder als selbstständiger, glaube ich, ist das wirklich ein Mythos. Ja. Wir müssen mal, also jeder, der zuschaut und das bis dato gedacht hat, es tut uns leid, wir müssen damit aufräumen. Ja, aber, muss man ganz, ja, aber also dieses Passive gefällt mir einfach nicht. Also ja, stimmt schon, was du sagst, manche, aber selbst da musst du doch trotzdem mal irgendwelche Meetings und so halten. So, du bist also, immer dabei, doch, du hast ja auch Bock drauf. Ja, erst, genau, also das soll Grundvoraussetzung sein, ja, aber ist ja auch nicht so, dass du dich dann, keine Ahnung, ich sag mal so, mit 35 hast du alles aufgebaut, so und jetzt fliege ich nach Thailand und hau mich da an den Pool die nächsten 40 Jahre. Ist so langweilig. Also selbst wenn es so wäre, das würde doch, also ich würde da eingehen. Ja, also da habe ich gar keinen Bock drauf. So, und deswegen sage ich, du musst doch da immer auch dranbleiben. Du musst doch genau auch, selbst wenn du dir eine Anzahl von Mitarbeitern aufgebaut hast, eine Anzahl von Kunden, egal. Du hast ja die Verantwortung. Du hast ja Verantwortung. Du musst es ja trotzdem weiter bespielen. Und das macht ja dann, oder sollte ja auch dementsprechend Spaß machen. Ja, also das darf man ja auch nicht vergessen. Bei dir macht es auch erst Sinn, dass ab ED4 dann kriegst du ein Haus, glaube ich. Nee, ED6. ED6, ja. Dann müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Ja, Ausbildung, genau. Erst wenn ich den Schlüssel habe, aber da war ich auch noch weiter. Das ist egal. Nein, aber nochmal zurückzukommen auf eine Geschichte, was du gerade sagtest, jetzt auch gar nicht so ungefähr mit dem Rumfahren oder sowas oder mit dem Investieren, sage ich mal. Da geht es ja wirklich auch darum, ich werde ja manchmal auch nicht belächelt, aber da wird dann so ein bisschen gesagt, oh Flo, das ist ja Wahnsinn. Heute warst du noch in Marburg, morgen bist du in Hannover, weil zum Beispiel letzte Woche, da war Elite-Club-Tagung, ja, da war ich Bambule 2 Tage. Einen Tag später war ich in Hannover, saß mit jemandem aus der Branche zusammen. Bambule, der für alle, die es nur nicht wissen, Bambule heißt
Vollgas. Also Vollgas in jeglicher Hinsicht, natürlich halt auch viel fachliche Sachen, wie man weiterkommt. Und abends dann natürlich, da lässt sich die Kombination nicht lumpen. Nachbesprechung. Abends ist Nachbesprechung. Genau. Erfahrungsaustausch nennt man das. Falls deine Frau zuhört, Nachbesprechung. Nachbesprechung, genau. Nein, Spaß beiseite. Und nächsten Tag sitze ich in Hannover und bin nochmal 400 Kilometer hin, 400 Kilometer zurück, nur für 2 Stunden Kaffee trinken mit demjenigen. Extra Meile. Ich weiß aber, was das bewirken wird oder bewirkt hat jetzt in dem Falle. Ich weiß das ganz genau. Und das kannst du nicht über digitale Sachen 1:1 abspielen. Du kannst den Erstkontakt herstellen, du kannst mal ein bisschen was zeigen und dann, wenn er wirklich oder sie wirklich interessant ist, da musst du ran an die Buletten. Da musst du vor Ort sein. Schön gesagt. Ja. Danke fürs Teilen. Dankeschön. Wie war es bei uns, Mike? Ich glaube, wir haben letztes Mal zusammengerechnet vor ein paar Wochen. Wir sind in den letzten 10 Jahren ungefähr knapp 1 Million Kilometer gefahren. Glaube ich euch. Der Erfolg über Nacht. Der Folge über Nacht, genau, 1 Million Kilometer. Ja, nicht. Klappt nicht, ja. Das war schon wild. Aber das ist super wichtig. Und ich glaube, das macht auch zu dem, was man heute ist. Und man lernt ja auch viel daraus, wenn man unterwegs ist. Ich glaube, es sind auch Erfahrungswerte, die man zu Hause jetzt, wenn man nur in seinem Büro bleibt oder nur in seinem Zuhause, die kriegst du da nicht mit. Ich glaube, du kannst unheimlich viel auch dadurch bewirken, eine Präsenz auch herstellen. Und für uns war es, glaube ich, schon so ein Ding, was uns auch krass zusammengeschweißt hat, glaube ich, dieses gemeinsame. Ganzen Weltgeschichte. Ich glaube auch, du weißt es ja viel mehr zu schätzen und vor allem auch heutzutage, wenn mich einer fragt, hey, hast du mir einen Buchtipp, wie ich das Thema Körpersprache der Menschen besser einschätzen kann, sage ich, geh raus ins Leben oder du bist im Leben, geh raus, lern Menschen kennen, schau dir Menschen an und irgendwie wiederholen sich immer wieder gewisse Menschentypen und dann weißt du, wie du sie richtig anpacken musst. Das ist einfach erfahrungswert. Definitiv. Das ist nur die Erfahrung. Ja. Genau. Geh raus und mach's einfach, ja. So, Flo, jetzt hauen wir mal kurze Fragen raus. Einfach nur kurze Antworten. Ja. 3 möchte ich. Mhm. Welche 3 Dinge magst du überhaupt nicht an Menschen und warum? Unloyale Menschen, also die nicht loyal sind und nicht ehrlich. Also das kann ich gar nicht leiden. Ja, also klar kann man mal einen kleinen Flunkerer bringen, aber ihr wisst, was ich glaube ich meine. So dieses Unloyale und Unehrliche kann ich gar nicht ab. Mhm. Ja. Erstens, genau, unpünktlich mag ich auch gar nicht. Ja, also ich bin... Ich glaube, ich hasse es auch. Also ich, oh, ich krieg Krise. Ich muss immer... Hatten wir im letzten Podcast. Ja. Also wenn ich da irgendwie, wenn da irgendwas dazwischen kommt und dann bin ich irgendwie... Also und du bist ja heute auch knapp 4 Stunden angereist. Ja. Und einfach früher losgefahren, oder? Logisch, genau. Ja. Also relativ einfach, kriegen ja aber auch viele Menschen irgendwie ja nicht hin. Also ich sage ja auch manchmal, ja, auch in unserem Team passiert ja immer wieder. Also Junge, ja, steh doch einfach 1/2 Stunde vorher auf. Das kann dann, was ist denn daran so schwer? Viele wollen immer eine Rolex haben im Vertrieb, gell? Das ist ja ja auch eine. Ja. Ich würde manchen echt eine Apple Watch oder so empfehlen, weil die stellt sich die Uhrzeit automatisch an. Ja, und hat auch noch so eine Erinnerung. Und piept weil die musst du immer stellen und die musst du nachgehen. Das ist immer scheiße. Unpünktlichkeit und Leute, die... wie ihr das auch immer so schön sagt, die viel erzählen, aber nicht machen. Ich bin mittlerweile so ein Dampfplauderer. Theoretiker, verbaler Motiver. Ja, wirklich. Ich lege nur noch Wert darauf, was die wirklich machen und nicht labern. Ja. Das ist mir scheißegal, was die labern. Ja. So, alles klar, let's go, dann probieren wir mal aus. Mhm. Testphase und dann kannst du dich ausprobieren. Cool. So die 3 Punkte. Du, Mike, wenn ich schon welche dabei wären? Ich würde es unterstreichen, genau, was er gerade gesagt hat. Punkt. Tick mir leider gleich. Was heißt leider? Zum Glück. Ich glaube auch dieses, gerade was du noch schön gesagt hast, dieses blöde Dahergelaber. Also wenn ich das und ich werde jetzt bald und jetzt pass mal auf und dann denke ich mir, mach einfach mal, halt dein Maul, auf gut Deutsch gesagt, und dann lass den Worten Taten folgen. Ja. Ich glaube, das Maul müssen wir ergänzen jetzt mit halt dein Mund. Ja, passt schon. Okay, nächste Frage, Flo. Wenn du heute nochmal starten könntest bei der DVG mit dem Wissen von heute, also würdest du nochmal anfangen, hättest aber das Wissen von heute als D-Leiter, als heutige Persönlichkeit, Florian, was würdest du anders machen bei dem Start? Boah, eigentlich relativ einfach. Ich würde von Anfang an Vollgas geben, weil, habe ich ja vorhin, glaub ich, gesagt, die ersten 3 Jahre haben wir, ich sag mal so, rumgepimmelt. Ja, also nicht so lange überlegen und nachdenken. Ja, genau, nicht so lange überlegen und sofort Fokus Teamaufbau. Sofort Fokus Teamaufbau, weil über den Teamaufbau kommen ja auch die Kunden und Mandanten. Ganz wichtig. Vielleicht mal kurze Frage noch. Du hast gerade gesagt, nicht so lange überlegen. Was hast du in der Vergangenheit zu lange überlegt?
Ich war ja vom Mindset gar nicht da, wo ich jetzt bin. Das muss man ja ganz klar so sagen. Und da macht man sich natürlich, wie viele Menschen ja, dann auch immer Gedanken pro, contra. Was könnte denn hier, was könnten denn andere über mich denken? So, da ist ja auch, ich glaube, auch eine Persönlichkeitsentwicklung halt auch bei mir stattgefunden, wo ich gesagt habe, ist egal, was die anderen denken, weil du kannst es sowieso nicht beeinflussen. Ja, also das muss man ja ganz klar so sagen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dort nicht viel zu überlegen und das einfach mal zu machen und dort von Anfang an sofort Vollgas zu geben. Ich glaube, das sind so die entscheidenden Punkte. Ob ich jetzt ein Gespräch anders aufbauen könnte, ja, natürlich, aber das würde ja jetzt den Rahmen sprengen, weil ich mache auch viel mittlerweile, viel intuitiv. Ja, also ich werde ja manchmal gefragt, Flo, wie machst du denn das und das? Wie ist denn das und das Gespräch aufgebaut? Sag ich, ja, kann ich dir sagen, aber ist viel intuitiv, was ich mittlerweile... Genau, exakt. Erfahrungswert, ja. Genau. Nächste Frage, spannend. Du hast ja Kids. Ja. Und eine Frau. Es geht aber speziell um deine Kids. Ja. Was gibst du ihnen tagtäglich mit auf den Weg? Ich glaube nicht, dass du klassisch sagst, ja, geh einfach in den Kindergarten, geh einfach irgendwann in die Schule und machst so dein Ding, sondern ich glaube, du gibst ihnen ja bestimmt auch gewisse Werte mit. Wahrscheinlich ähnlich zu dem, was du deinem Partner mitgibst, oder? Ja, ähnlich. Also zu meiner Tochter sage ich halt auch immer, dass man teilen muss, dass man Menschen helfen muss. Habe ich vorhin auch wieder am Frühstückstisch gesagt zu ihr. Ich sage, Schatz, du wirst irgendwann vielen Menschen mal helfen. Ne? Und sie sagt, ja, 2,5. An der Stelle, das ist schwierig, aber ne, man muss ja. Ja, aber du gibst ihm ja trotzdem die Werte mit, das impfst du ja schon. Ja, das ist ja wie natürlich. Ein Samen, den du säst, genau. Und der wird ja irgendwann mit der rauskommen. Natürlich, genau. Und da arbeite ich auch mit ihr wirklich tagtäglich daran, an natürlich gewissen auch, ich sag mal so, normalen Sachen, ja, dass man halt sich ordentlich verhalten soll und auch mit 2,5 oder gleich am Anfang, ja, es ist ja wichtig, in den ersten 3 Jahren sagt man ja so viel, da passiert ja ganz, ganz viel mit dem Charakter der Menschen, sage ich mal, ja, weil jeder wird mit einer Persönlichkeit geboren, ja, die kann man schwer, sage ich mal, verändern, aber den Charakter kann man ja immer wieder so ein Stück weit anpassen und verändern und da muss man natürlich dran arbeiten und da mache ich viel mit der Kleinen, ja. Schön. Und schlimmstenfalls hat er dann ein schlechtes Image. Genau. Jetzt kommen wir zu einer spannenden Frage. Wir hatten es schon immer wieder aufgegriffen. Welchen Einfluss hat Fortbildung auf dich, dein Team? Und was hat es auf deine Karriere gehabt? Also wirklich Fortbildung. Boah, Fortbildung, Weiterbildung überhaupt so. In allem, in diese Richtung, fachspezifisch, ja. Vertrieblich. Brutal viel. Also ich bin ja sehr, sehr wissbegierig und schaue mir sehr viele Sachen an, höre mir sehr viele Sachen an, fahre auf irgendwelche Seminare, ich weiß nicht, wo ich schon überall saß, bei irgendwelchen Leuten, ja, natürlich auch viel Chaka-Chaka, will jetzt keinen Namen nennen, aber man nimmt ja immer irgendwie was mit. So. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, sich dort halt auch weiterzubilden. Ich bin ganz ehrlich, das hat auch irgendwann mal irgendwie begonnen. So. Also begonnen meine ich, was habe ich denn früher gemacht als Fußballer? Ich habe die Sportbild gelesen und das war's. So mehr habe ich doch gar nicht gemacht. So ehrlich muss man sein. Ja. Und dann fängst du irgendwann an, mal das erste Buch zu lesen, weil ja irgendjemand mal gesagt hat, fang mal an, dort mal reinzulesen. Dann vielleicht mal ein YouTube-Video, dann bist du mal auf das erste Seminar gegangen. So, und da habe ich dran festgehalten und aus jedem Buch auch immer Sachen rausgeschrieben. Ich habe jetzt mittlerweile 3 oder 4, so, wie nennt man das so, Kladden- oder Ringhefte so. Ne? Also da steht so viel drin, das ist so wertvoll. Da stehen keine Ahnung, wie viele hunderte Bücher mittlerweile dran, das ist brutal. Also um deine Frage zu beantworten, ein ganz wichtiger Punkt. Und das kann ich auch nur jedem mitgeben an der Stelle, dass man dort immer sehr wissbegierig sein muss und um sich so dann dementsprechend weiterzubilden. Mhm. Für mich ganz entscheidender Punkt. Spannend ist ja bei euch im Unternehmen, ihr kriegt ja sehr viel schon auf dem Silbertablett serviert. Ja. Würdest du es empfehlen, auch ein bisschen mal über das Silbertablett hinauszuschauen, nicht nur immer das zu nehmen, was einem vorgeworfen wird, sondern vielleicht auch mal selbst so ein bisschen die Erfahrung zu sammeln, rauszugehen und da auch in sich rein zu investieren? Ja, natürlich. Also muss man jetzt sagen, das hast du gut gesagt, also die Company investiert da 80 Millionen jedes Jahr in die Aus- und Weiterbildung, das ist schon brutal, aber nichtsdestotrotz, so war es bei mir, ich kenne viele, die das genauso gemacht haben, kennt ihr, glaube ich, auch, wenn ich jetzt hier ein paar Namen nennen würde, die halt auch aus dieser Bubble rausgehen und dann halt sich auch andere Erfahrungen zu sammeln. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die DVG kauft sich auch viele externe Leute ein, da bin ich ja auch schon seit Jahren dran, dass die euch mal komplett für Deutschland mal buchen sollen, ja, aber das mal über mehrere Jahre, aber gut, kriegen wir alles noch hin. Nein, aber ganz wichtiger Punkt, dann wirklich auch mal über diesen Tellerrand halt einfach mal zu schauen, meiner Meinung nach. Schön. Ich glaube, unser Statement kennt man dazu aus anderen Podcast-Folgen und wer uns kennt, ich glaube, da brauchen wir abschließend nichts dazu sagen. Flo, spannende Frage nochmal weiter. Was würdest du tun, wenn heute dein letzter Tag auf der Welt wäre? Oh, mein letzter Tag auf der Welt, dann würde ich auf jeden Fall meine Familie, explizit meine Kinder einpacken und würde irgendwo natürlich nicht so weit fliegen, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Also ich denke so, keine Ahnung, nach Mallorca würde mich irgendwo an den Strand knallen und würde einfach die Zeit mit meiner Familie und mit meinen Liebsten genießen, ganz klar.
Ja, das wäre das, was ich sofort machen wollen würde. Machst du ja morgen auch. Mach ich ja morgen. Es ist nicht dein letzter Tag morgen. Ich hoffe nicht, ey. Nein, hoffentlich nicht. Da kommen wir gleich zum Thema Menschheit. Was würdest du, wenn du eine Sache ändern könntest an der Menschheit, was wäre es? Naja, also grundsätzlich würde ich versuchen, in jeden Kopf von den Menschen reinzugehen und einfach die negativen Gedanken einfach versuchen aufzuhalten. Weil viele Menschen machen sich einfach Gedanken, jetzt muss man ja auch dazu sagen, Gedanken, negative Gedanken oder Probleme, die Menschen sich vorstellen, treten zu, ich glaube, 93, 94% gar nicht ein. Ja. Spannend ist, sorry, dass dir da so reingrätscht, Flo, 99,8% aller Probleme, die wir uns jemals ausmalen, habe ich neulich erst wieder gelesen, treten nie ein. Also das heißt 0,2% in unserem ganzen Leben und wir machen uns ja oftmals alles erstmal schlecht. Das ist eigentlich schon krass. Das ist, genau, wusste ich nicht die Zahl, also noch schärfer dann. Also genau, und das würde ich versuchen, den Menschen irgendwie abzugewöhnen, weil das hält ja die Menschen auf. Ja? Also das haut die ja zurück so ein Stück weit. Ich glaube, ganz, ganz wichtig. Ja? Das wäre so das Erste. Du? Achso, du, Mike? Ich würde vielleicht ein bisschen zu mehr Menschlichkeit tolerieren, weil die meisten Menschen, glaube ich, heutzutage sich viel zu sehr nichts Gutes untereinander tun, anstatt einfach mal wieder mehr dieses nicht nur an Weihnachten und an Ostern oder am Geburtstag, ich hab dich gern oder schön, dass es dich gibt oder danke für alles, sondern vielmehr mal unterm Jahr einfach mal mehr zu anderen Menschen zu sagen, schön, dass es dich gibt. Also so ganz einfache Sachen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen melancholisch an, aber ich finde so einfache Dinge, das kommt bei den meisten Menschen immer erst an Weihnachten durch. Und was ich persönlich hasse, sind an Weihnachten die ganzen Nachrichten. Also für die Zukunft an alle, die es jetzt hören, ihr braucht an Weihnachten nur dann Nachrichten schicken, wenn es wirklich ernst meint. Weil ansonsten finde ich es halt immer so Standard. Und so Standard finde ich eher total langweilig. Ja, auch guter Punkt, ja. Du, Maxi? Bei mir ist tatsächlich, ich glaube, ich würde mehr diesen Peace, das hört sich so ein bisschen hippie-mäßig an, aber diesen Peace-Gedanken. Ich glaube, man kann viel friedvoller, liebevoller miteinander umgehen. Der Umgang. Weniger dieses Ego, Ellenbogen, sondern allgemein, ich glaube, in der Welt passieren gerade sehr viele Dinge, die, glaube ich, mit einem gesünderen Verstand man hätte oder könnte anders da lösen. Ja. Ich glaube, wir sind in einem Alter angekommen, in einem Bewusstsein auch, wo, glaube ich, niemand mehr sterben muss für eine Auseinandersetzung, egal politisch. Das heißt, demografisch, egal wo man lebt, egal wo. Ja. Ich glaube, wir könnten viele Dinge anders da regeln, weil für viele Dinge gehen ganz viele Ressourcen drauf, die man hätte gewinnbringender woanders einsetzen können. Ja, aber da sind wir bei dem Thema, da geht es ja auch nur um das Ego. Genau. Du musst das Ego zurückstellen können. Macht, Ego. Ja. Wenn du das halt, wenn man das auch einpflanzen könnte bei den Menschen, dann wäre vieles, glaube ich, nicht so schlimm, was du zum Beispiel gerade ansprichst, wie es gerade so ist. Wir haben ja gesagt, vom Anfang, wenn wir drei zusammensitzen, dann könnte es auch ein 4-Stunden-Podcast werden, so Herr der Ringe-mäßig. Da verpassen wir das Spiel aber. Ja, genau. Wir haben aber gesagt, wir müssen uns halt echt spurten, deswegen versuche ich da so ein bisschen Dampf reinzukriegen. Wir haben noch zwei Fragen. Gut. Was findest du schlimmer, zu scheitern oder es gar nicht erst zu versuchen? Ja, gut, da erwischst du mich natürlich auf dem richtigen Fuß. Also logisch, also scheitern gehört dazu. Du musst ja auch mit gewissen Sachen mal auf die Fresse fliegen. Du musst mal auch diese Erfahrung machen, dass Sachen halt nicht funktionieren, um die dann eventuell anders zu machen. So, und das ist ja aber, da könnte ich jetzt stundenlang philosophieren. Das ist ja ein ganz großes Problem, weil viele das ja anders sehen, weil die fangen gar nicht an. Die überlegen sich ja, da sind wir über dem Thema, was könnte alles passieren, Probleme und hin und her. Und mach doch einfach erstmal, fang doch erstmal an überhaupt. Und dann wirst du ja sehen, was auf dem Weg dorthin passiert. Und dann machst du gewisse Sachen, die nicht funktionieren, dann einfach anders. Das ist ein Riesenproblem. Da gibt es vielleicht einen schönen Satz, den ich kurz einwerfen möchte. Nämlich, da heißt es, ich habe das vor einiger Zeit mal gelesen, wie heißt es nochmal, jetzt muss ich mich kurz sammeln. Mhm. Was denkst du eigentlich, wer du bist, dass sich jemand für dein Leben interessieren könnte? Mhm. Oder sich für dein Leben interessiert? Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Ansatz. Nicht jeder interessiert sich für dein Leben, ganz im Gegenteil, sondern wir machen uns oft zu viele Gedanken, dass sich die Leute immer mega viel über uns quatschen, aber im Nachgang ist es meist ganz anders. Also da auch nochmal ein Learning auch vielleicht für alle, die zuhören oder zuschauen, fangt einfach an.
und hört nicht auf irgendwelche Leute, die dir irgendwas erzählen wollen, dass das vielleicht nicht funktioniert, die das gar nicht ausprobiert haben oder gar nicht da sind, wo du hin willst. Ganz also, entscheidender Punkt. Oder weil die Oma hat es mal probiert vom Nachbar. Und so, besonders für junge Leute, die hören dann einfach auf. Das ist eine Frechheit, das muss verurteilt werden normalerweise. Ja, sag ich dir ganz offen und ehrlich. Straftat. Das ist so eine Frechheit, lass doch den Jungen machen oder das Mädel, Menschen, Kinder. Ist doch nicht ja, so, dass das er irgendeine Straftat macht. Also wir reden ja nichts von irgendwas Illegalen. Das muss man jetzt mal klarstellen. Ethisch, moralisch vertreten. Ja, leckt mir am Arsch, also wirklich. Ich glaube, es ist unsere Gesellschaft in der deutschdenkenden Gesellschaft leider sehr verankert, dieses ja, ja versuch's erst lieber gar nicht, ja zum Glück, weil wäre bestimmt irgendwie in die Hose gegangen und so weiter, wie ja, diese Gedankenhygiene, die man da betreiben sollte bei den Menschen. In anderen Kulturen oder in anderen Ländern der Welt, wo wir auch schon waren, Mike, ich weiß nicht, du warst schon auch schon mal in Amerika, oder? Ja, öfters. Ja, öfters. Da ist ja komplett anders. Da ist eher dieses, Impossible ja, scheiß drauf, wenn du gescheitert bist. Steh auf und mach's einfach nochmal. Geh raus, ist scheißegal, komm, steh auf, du schaffst es. Ja, ist wirklich so. Und das ist was, viele sagen, ja, ist oberflächlich, ja, aber da habe ich ehrlich gesagt lieber so ein bisschen die Oberflächlichkeit, gerade was das angeht, und gebe den Menschen lieber ein besseres Gefühl mit, anstatt ich halt hier so, ja, ich habe es eh gewusst. Hättest es mal lieber gar nicht angefangen. Ja, ja. Und hier und da, ja, nee. Ich glaube, das ist wirklich so ein entscheidender Punkt, wo man umdenkt. Ich glaube, wir geben unseren Teil schon in die Gesellschaft zurück, indem, ich glaube, wir sind große Botschafter auch in einer gewissen Art und Weise, weil wir sehr viele Menschen auch erreichen. Richtig. Durch Social Media, durch unsere Strukturen, Netzwerke. Aber ich glaube, das Umdenken sollte noch ganz anders da stattfinden, was das ja, angeht. Ja. Probier es einfach und es gibt kein Falsch, es gibt kein Richtig, es gibt einfach nur dieses Machen. Und wenn du scheiterst, mein Gott, ja egal, dann hast du eine Erfahrung gesammelt und weißt eventuell, wie du es dann das nächste Mal anders machst. Aber es ist gut, was du sagst, weil im Endeffekt erreichen wir, du sagst es gerade, ja, sehr, sehr viele Leute und das muss man den Menschen einfach nochmal mitgeben, weil in Deutschland ist es leider sehr, sehr groß. Die Mentalität. Ja, ja, ausgeprägt ja, auch. Ja, wenn du irgendwie, ja, wenn du irgendwie erfolgreich bist mit irgendeiner Sache, dann ist ja Sozialneid da. Ja. Und wenn du scheiterst, dann sagen sie, na, hab ich dir doch gleich gesagt, der Mensch ist Kind. Aber und wenn du gar nichts auf die Reihe bekommst, dann mach was aus deinem Leben. Genau, oder? Also das ist ja also Bullshit so. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr, deswegen geil, ich hoffe, das Ding geht hier viral, ja, damit viele das einfach sehen und einfach mal ihr Ding machen. Ja. Ja, wir setzen die 100 Euro Ad-Budget nachher, die du eigentlich kriegen solltest, die setzen wir einfach da alles auf. Klar. Letzte Frage, Flo. Die geht auch an dich. Oha. Welches Laster würdest du am liebsten loswerden und was hindert dich daran? Gibt es überhaupt ein Laster? Laster, also klar, ich habe viele Laster. Laster ist Kaffee, Laster ist Fitness, ja, also wirklich, ja, ist jetzt ein gutes Laster vielleicht, aber es ist sehr, 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 sehr viel, was ich dort mache. Würde jetzt nicht sagen, was ich jetzt lassen sollte. Vielleicht sollte ich von 15 Kaffee auf 11 runterschrauben. Ich weiß mal, ist Ende, so viel trinke ich nicht, aber fällt mir jetzt auf Anhieb gar nicht ein, was ich jetzt lassen sollte. Boah. Also mir fällt eins ein, du, ja, genau, aber das ist, ist einfach ein Gefühl. Ich glaube, das Thema Angst. Mhm. Wenn ich es wegrationalisieren könnte zu 100%, wäre es mega. Aber ich habe gelernt und lachen jetzt wahrscheinlich viele drüber, weil sie sagen, ja, der hat doch wahrscheinlich keine Angst mehr oder sonst was. Doch, ich habe immer noch eine leichte Angst. Aber ich habe bewusst gelernt, mit der Angst umzugehen. Und ich glaube, das ist auch eine große Persönlichkeitsentwicklung, die macht man über Jahre durch. Nämlich Angst ist ein Teil davon, einfach mehr zu wachsen. Und hinter Angst stecken ja wieder viele große, tolle Chancen. Also bei mir wäre es Angst. Bei mir ähnlich. Ich habe gestern tatsächlich, es passt ganz gut, sehr spannend, mit meiner Freundin drüber gesprochen. Das Thema Angst, weil wir auch gesagt haben, ich glaube, das war so mein Motivator auch mit dir die ersten Jahre. Ich hatte immer Angst, dass ich pleite gehe, dass ich davon nicht leben kann oder dass wir davon nicht überleben können. Und habe mich aber, glaube ich, damals auch oft sehr stark, weil es auch wirklich knapp war, also wir können auch Storys erzählen, wo ich meinen letzten 15 Euro an der Tanke tanken musste, aber genau dann aufhören, weil sonst hätte ich es nicht zahlen können. So. Und da habe ich halt dieses Ding, diese Angst vorm, ja wirklich vom Untergang. Ich meine, das ist heute nicht mehr, es ist eigentlich nicht mehr real, aber die Angst steckt trotzdem noch irgendwie in einem. Und da ist man schon so ein bisschen angstgetrieben, würde ich sagen, in einer gewissen Art und Weise. Und vielleicht auch Angst in Form von, hey, kann ich das überhaupt? Obwohl man vielleicht da so eine leichte, ab und zu eine kleine, ja, Verblendung will ich es nicht sagen, aber das ist wie so eine milchige Sicht vor allem, wo man denkt, dass gar nicht das sieht, dass man überhaupt da schon ist, wo man eigentlich hin wollte im Leben. Weil man da vielleicht oft, aber wir arbeiten natürlich da auch sehr stark dran. Und dieses Angstgetrieben ist vielleicht in einer gewissen Art und Weise auch gut, weil man sehr vorsichtig auch an Dinge rangeht und nicht sehr in allen Bereichen immer risikoreich ist, aber es kann einen auch in einer gewissen Art und Weise hemmen. Wir arbeiten natürlich dran, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem immer noch ein Punkt in einem. Also das
Wir sprechen sie auch von Verletzungen. Aber gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Ja. Viele Menschen überlegen so, okay, Menschenskinder, wenn das nicht hinhaut und kann ich über meinen Lebensstandard dann so halten, ne? Also ich übertreibe dann, schlafe ich dann unter der Brücke oder sowas. Ich glaube, das niemand haben, wird unter der Brücke schlafen, wenn ich will. Aber das haben, glaube ich, viele. Das ist gut, was du ansprichst. Das haben viele. Und am Ende muss man sich einfach wieder bewusst werden, das sagen wir beide auch öfter, du besitzt ja gar nichts. Also man hat ja immer nur Angst, seine Komfortzone, seine Bequemlichkeit zu verlieren. Und seinen Besitz, aber man besitzt ja nichts. Wir haben ja letztendlich in der Zeit, vielleicht ein bisschen philosophisch oder melancholisch, in der Zeit, wo wir hier auf der Erde sind, wir haben das ja nur gemietet, alles. Ist so. Also ich kann den Tisch hier, der gehört uns zwar, der gehört der Firma, aber ich kann den ja nicht mitnehmen. Nee, genau. Das Mikro hier nicht, auch Uhr, whatever, Autos, kann ich alles nicht mitnehmen. Ja. Am Ende des Tages habe ich die Emotionen, die Gefühle und die Erlebnisse, das ist das, was ich wahrscheinlich mitnehmen werde von sehr der Erde. Sehr gut. Die ja. tollen Gespräche, die tollen Menschen um mich herum. Abenteuer, ja. Aber nicht das, was ich besitze. Und ich glaube, davon darf man so ein bisschen wegkommen, dass man auch hier die Angst mal so einfach mal so ein bisschen beiseite schiebt und so auch wieder in das Vertrauen hineingeht. Gut. Vor allem jeder, der startet, dann auch aus so einer bequemlichen Haltung rauskommt, wie oh, ich habe jetzt meine 2,5-3 netto, warum soll ich denn nicht jetzt selbstständig machen, habe ich ja mehr Stress und so weiter. Ja, natürlich gibt es da hinten eine Wiese, die bestimmt sehr viel grüner ist, aber auch hier weg einfach ab. Wenn deine Angst zu groß ist, mach es natürlich nicht. Dann bleib in deiner Sicherheit, in deiner Komfortzone, ist auch gut so. Aber wenn du auch nur den Hauch einer Chance hast, etwas zu erreichen oder wo du hin möchtest. Du limitierst dich dann ja tu's. Sehr oft. Genau. Dann tu es, weil am Ende des Tages auch, muss auch wieder so sagen, ich glaube, es gibt auch für deine Branche vielleicht eine wichtige Seite, es gibt noch nie so viel Sicherheit wie heutzutage, auch als Selbstständiger. Mhm. Weil wenn du dich selbstständig machst und dann wieder zurückgehst, wenn du jetzt nicht gerade gar nichts hast, also ich glaube, jeder, der irgendwie vor allem Ende 20 hat, bestimmt schon irgendwie eine Berufserfahrung ja. gesammelt, du kriegst wieder einen Job. Also du kannst jederzeit in ein Angestelltenverhältnis gehen. Also lass dich nicht aufhalten, mach's einfach, glaube ich. Guter Punkt. Weil ich glaube, die war vor ein paar Jahren, als wir gestartet sind, war es vielleicht ein bisschen anders da, vor über 10 Jahren. Mhm. Da war der Arbeitnehmer-Arbeitgebermarkt schon ein bisschen anders da, als es heute ist. Und heute werden so viele Menschen gesucht. Und mein Gott, dann machst du halt vielleicht mal irgendeinen Job, 1-2 Jahre, der vielleicht unbequem ist, der vielleicht wieder scheiße ist. Aber ich glaube, du hast die Sicherheit heute. Und ja. deswegen kannst du diesen Gedanken von Angst echt beiseite schieben. Punkt, unterschreibe ich. Ja. Schön. In dem Sinne... Flo, du kriegst jetzt noch deinen Kaffee Nummer 8 für heute. Wir gehen jetzt gleich ins Stadion. Flo, du darfst auch dein Hertha BSC. Darfst dein Hertha-Trikot anziehen, dann müssen wir jetzt gleich noch ein Foto. Wir hauen gleich ein Foto rein. Das müssen wir echt noch machen. Ganz und lieben Dank. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du hierher gekommen bist. Nicht nur wegen dem Fußballspiel, sondern auch wegen unserem Podcast. Ja, hat riesig Spaß gemacht, mit euch zu philosophieren. Danke, Mike, für deine Zeit. Danke, Maxi. Und wir hören uns nächste Woche.